Hoho, da ist ja ein Saugroboter. Und er hat auch Crusher eingesaugt. Holt mich hier raus! Oh nein, Crusher braucht Hilfe. Jemand muss das Ding wieder abschalten und ihn retten. Komm mit, Picky. Gemeinsam können wir es schaffen. Ihr und ich? Gemeinsam? Oh Mann! Ich habe noch nie jemanden aus einem riesengroßen, durchgedrehten Staubsauger gerettet. Aber ihr kennt ja das Sprichwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Also dann los! Folgen wir dem Saugroboter! Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Wir heben ab und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nicht aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja, wir heben ab, hier kommen wir. Auf geht's! Ja. Matschige Schuhe! Wie geht's? Stinkige Socken! Wie geht's? Unterhosen! Wie geht's? Wie geht's? Wir kommen und retten dich, Crusher! Komm schon, Picky! Gib Gas, damit wir den Saugroboter einholen! Gleich haben wir ihn! Gleich haben wir ihn! Oh, oh. Puh. Wo sind wir? Wir sitzen offenbar in einem Loch fest, tief unter der Straße. Oh nein! Wir müssen hier raus, damit wir den Saugroboter anhalten und Crusher retten können. Warte mal, Picky. Ich sehe da was, das uns hier rausbringen könnte. Seht mal, ein altes Trampolin. Es fehlt nur das innere Teil, auf dem man rumhüpfen kann. Oh Mann! Wenn wir es reparieren, können wir aus diesem Loch rausspringen. Dazu brauchen wir nur irgendetwas, das sehr elastisch ist. Wenn man auf eine Fläche drückt, die elastisch ist, dann dehnt sie sich. Und wenn man nicht mehr drauf drückt, dann federt sie einfach wieder zurück. Und das nennt sich elastisch. Jungs, seht doch mal, was ich gefunden habe. Ein schönes, großes Stück Papier. Tada! Das ist ein Papier-Trampolin. Glaubt ihr, mit Papier funktioniert so ein Trampolin? Probieren wir es einfach aus. Achtung, jetzt geht's los. Hui! Eigenartig, ich bin nicht gehüpft. Das Papier war offenbar nicht elastisch genug. Als Picky es ausdehnen wollte, ist es gerissen. Wir brauchen etwas, das so elastisch ist, dass man es dehnen kann und das danach auch wieder zurückfedert. Wie wär's mit diesem alten Teppich? Der lässt sich dehnen. Oh ja, ich wollte schon immer mal so ein Teppich-Trampolin bauen. Glaubt ihr, mit diesem Teppich wird es ein gutes Trampolin? Probieren wir es doch einfach mal aus. Achtung, ich komme. Oh, es dehnt sich aus. Oh, aber es federt nicht wieder zurück. Dieser Teppich ist also auch nicht elastisch genug. Als Picky ihn ausgedehnt hat, ist er nicht wieder zurückgefedert. Hey, wie wär's denn mit diesem großen Stück Gummi? Das ist richtig elastisch. Glaubt ihr, mit diesem großen Stück Gummi bekommen wir ein gutes Trampolin? Okay, probieren wir mal aus, ob es elastisch genug ist. Spring mal drauf, Picky. Es dehnt sich aus und federt auch wieder zurück. Juhu! Ich hab's geschafft. Hey Jungs, das Gummitrampolin funktioniert prima. Es ist echt super duper elastisch, Jungs. Jetzt sind wir dran. Hurra! Wir haben's geschafft. Gut gemacht, Picky. Danke, Blaze. Weißt du, ich habe noch nie zuvor ein Trampolin gebaut, auf dem ich dann aus einem unterirdischen Loch hüpfen konnte. Aber man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat.